Thank you.
Was habe ich denn alles dabei? Ja, ein Tonbecher, ja, für mein Bier. Eine Öllampe für die Nacht, eine Axt, ja, eine Axt, eine Pfanne mit Fichtennadeln und Cranberries, da möchte ich mir gleich einen Tee machen. Knoblauch, Zwiebel, Kartoffeln, ein Fleisch, Gewürze, Olivenöl, einen kleinen Schnaps, einen Zirbenschnaps, das dazugehörige Stamperl, ja, zum den Schnaps trinken, ein Stamperle, ein Thermometer für die Nacht, 1 Liter Wasser, zwischen Bier und Schnaps immer wieder Wasser. Eine Filzkappe für die Nacht, eine Steinschleuder für den Spaß, ein Hasenfell für die Nacht als Kopfpolster, das Hasenfell, und einen Umhang, ja, einen Filzumhang. Ja, wie gesagt, das Bier, da ist das Bier drin. Einen provisorischen Kochlöffel habe ich mir schon gezaubert. Das hier ist mein Feuerset, ja, zum Feuer machen. Da ist Baumwolle, verkohlte Baumwolle drin. Ein Schlageisen und ein Feuerstein. Und ganz ein bisschen Kienspan, ja, sozusagen mein Feuerzeug unterwegs. Dann ein Jagdmesser mit Hirschgriff, Horn, Hirschhorn. Ja. Ein Bergschaffell, ja, ein Fell zum Liegen in der Nacht. Zudecken tue ich mich mit dem Mantel dann, ja, zudecken mit dem Mantel, auf dem Fell ist schön warm. Ja, was habe ich noch dabei? Ah, einen Wein, und dann möchte ich euch jetzt noch was zeigen. Ja, jetzt möchte ich euch meinen provisorischen Rucksack zeigen. Dieser Rucksack ist ganz einfach herzustellen. Das ist ein Jutesack, ja, ein hundsnormaler Jutesack. Unten in die zwei Ecken kommen zwei Steine. Ja, einfach zwei kleine Steine in den Sack hinein. Oh, das Bier. Salve. Einfach zwei Steine in die Ecken hinein und zubinden. Ja. Dann habe ich hier das Seil. Ja. Nimm den Sack dann oben und schließ ihn zu, ja, und bind mir
binde mir das hier so rundherum. Zubinden. Und dann habe ich einen Rucksack. Ja, ganz, ganz schlicht, einfach. Kann ich links, rechts hineinschlüpfen. Ein Jutterucksack. Ja, ganz schlicht und einfach. So wie das die Bauern früher gemacht haben. Thank you.
Burum. Vulpis ego. Thank you.
Solum Sursum. Ah, delicate. Thank you.
Mm-hmm.